Hallo zusammen, herzlich willkommen zur ersten Folge von Rennradtechnik erklärt mit dem neuen Rennrad und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rennradtechnik erklärt. Hier haben wir einen ganz wichtigen Bestandteil eines Rennrades und zwar die Trinkflasche. Und jetzt kommt dennoch ein bisschen Rennradtechnik ins Spiel, denn wir beschäftigen uns mal eben kurz mit dem Halter. So, hier haben wir den Halter der Trinkflasche. Und zwar haben wir hier einen Halter, der die Flasche sehr stabil hält. Einerseits, aber andererseits lässt er es zu, dass man die Flasche ganz easy locker rein- und rausnehmen kann. Und somit während der Fahrt wunderbar das Getränk zu sich nehmen kann. Und jetzt geht's um die eigentliche Flasche. Die Flasche gibt's in verschiedenen Formen, in verschiedenen Arten. Und hier haben wir eine von Dunlap. Und diese besteht aus sehr leichtem Metall. Das hier ist kein Plastik, sondern ein sehr leichtes Metall, vielleicht Aluminium oder so, oder ein anderes leichtes Metall. Auf jeden Fall, diese Flasche ist absolut leicht und ja, hier oben lässt sich dann das Getränk einfüllen und hier der Deckel ist sehr gut verschraubbar. Diese Flasche hier kommt halt hier in den Halter hinein und wie gesagt, sie sitzt wirklich perfekt und gut im Halter drin. Selbst wenn man mit dem Rennrad fliegen würde, würde sie nicht rausfallen, sondern im Halter drin bleiben. Das ist sehr, sehr interessant, wie der Halter von der Trinkflasche funktioniert. Eine sehr geniale Erfindung, muss ich sagen. Eine tolle Sache. Ich zeige euch mal das Gesamtbild. So sieht's also aus. Die Trinkflasche und hier dann das Rennrad. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Abonnieren. Vielen Dank fürs Video anschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.